Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, dass E-Bike-Fahren sehr wohl anstrengend ist. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Jedenfalls haben wir hier lauschige minus 6 Grad. Ich habe jetzt erstmal den Motor ausgelassen. Ich muss erstmal warm fahren. Digga. Okay, jetzt geht's schon erstmal los. Jetzt muss ich natürlich irgendwo. Jetzt habe ich vergessen, die Einstellung rauszusuchen, wo man die Wattzahl sieht. Also wie. Warte mal kurz, ich mach's mal so. Den Bosch Purion kann man nämlich verschiedene Anzeigemodi wählen. Boah, hört sich schon auf jetzt schon. Also hier, Motor ist aus, ich drehe mit 230 Watt knapp. Es geht steil bergauf. Das ist steil. Ist ja noch so mittelmäßig. Aber ich habe natürlich aufgrund der Kälte wirklich elend viele Klamotten an. Und ich schwitze ehrlich gesagt jetzt schon. So, jetzt mal die Fahrstufe während Tour. So, jetzt seht ihr. Meine Wattzahl geht runter. Sieht man es? Bergauf, 18 km/h. Ich drehe mit 130 Watt knapp. Wenn ich aber fester drehe, sieht er natürlich hier. Also was ich an Leistung gebe, ist auch nicht unerheblich. Aber 20 km den Berg hoch. So, jetzt bin ich erst oben. An unserem Aussichtspunkt hier. Okay. Also mich strengt das übel an. So, jetzt kann man mal gucken. Oh Gott. Gut, ich muss natürlich zugeben, ich bin aufgrund der Witterung nicht gerade der trainierteste aktuell. Aber, oh, sorry, wenn ich außer Atem bin. Aber, ich wollte jetzt sagen, es ist ja so easy mit dem E-Bike. Zum Beispiel einen Uphill-Trail zu fahren, der hat sich wirklich mächtig geschnitten. Weil, man darf ihn nicht vergessen, man wuchtet hier 25 Kilo den Berg hoch. Sein Gewicht. Klar, der Motor unterstützt sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel langsam und gemütlich den Berg hochfahre, hat man natürlich tatsächlich kaum Aufwand. Aber sowas mache ich ja tatsächlich auch nicht. Das ist dann eher so Rentner-Style, da habe ich gar keinen Bock drauf. Noch nicht, kommt noch, aber aktuell bin ich noch gut dabei. Okay, wo geht's da lang? Aha! Garantiert tue ich mir das nicht an. Also, ich
fahre jetzt gerne nochmal für euch den Berg hoch. Und dann gemütlich. Außerdem ist es auch eine gute Gelegenheit, meine Insta zu testen. Da kommt einer raus. Sorry, ich habe keine Leistung, ich roll nur. Hier übrigens hat es mich auch schon dreimal gelegt. So, und jetzt das Ganze nochmal gemütlich. Also man sieht hier, ich trete kaum. Ich glaube, das ist immer das, was viele mit E-Bike fahren verwechseln. Also man kann sich gemütlich den Berg hochziehen lassen. Ihr merkt auch, das strengt überhaupt nicht an jetzt. Ja, das lasse ich eigentlich. Das lasse ich, glaube ich, zu 90% den Motor machen. Ja, man kann gemütlich freihändig fahren. Der Berg ist jetzt auch nicht sonderlich steil. Ist aber, wenn man den mit dem Bio hochfährt, ja, schon anspruchsvoll. Also im E-Berg ist das tatsächlich gar nichts. Aber die meisten Trails sind halt auch deutlich länger als dieses bisschen da. Oh mein Gott. Ist halt echt kalt. Aber seht's. Hier. 19 km/h ohne Anstrengung. Hier, ich bin bei 140 Watt knapp. So bin ich knapp über Ruhepuls, würde ich meinen. Hier, das ist easy. Ich kann auch noch länger hochschalten. So. So ist es tatsächlich nicht anstrengend. Aber es macht halt auch irgendwie keinen Spaß so. Es gibt so viele Trails hier. Hallo. Und wieder runter. Oh, rutschig. Wer hätte es gedacht bei dem Schnee? Digga, null Grip hier. Boah, das war schon anders rutschig hier, ey. Hier geht es dann auch noch irgendwo runter. Boah. Ah, was macht der denn hier? Ja, ist eigentlich eine Ausfahrt, aber gut. Hier ist übrigens noch ein anderer Trail. Hier ist der kleine Sprung, den ich schon öfter probiert habe. Hier schön mit kleinem Anlieger. Boah, das ist aber auch. Das ist auch für ein E-Bike heftig. Den Sprung kriege ich auch noch, ohne Witz. Dieses Jahr ist er dran. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man das bei dem,
weil der Wind auch noch fahren sollte. Ah ja, because it's slippery. Seht ihr, wir sind 300 Watt, standen da gerade kurz drin. Eigentlich würde ich jetzt hier runterfahren. Ich weiß aber nicht. Hier waren schon welche. Okay, ich probiere es mal. Wenn es mich legt, habe ich geile Aufnahmen. Oh, Ida. Aber... Ja, Mann. Boah, krasser Scheiße. Boah. Das ist aber echt pervers rutschig hier. Kleiner Anlieger. Der Drop-Up ist auch schon komplett träge. Boah. Also gerade sowas hier. Boah, muss ich es vormachen. Ist mit E-Bike natürlich um Welten angenehmer und auch geiler, weil ich die Strecke halt, wenn ich Lust habe, 4-5 mal fahren kann oder 6 mal. Aber es ist nicht so, dass es nicht anstrengend wäre. Das heißt, wenn du mit dem Bio halt hier 2 mal hochfährst, fahre ich halt 5 mal hoch und bin dann genauso fertig. Ja, das ist halt echt steil hier. Puh, ich weiß nicht, sieht man auf der Kamera? Vermutlich nicht. Aber man sieht hier. Hier standen gerade über 400 Watt. Puh. So Leute, ich bin wieder raus. Danke fürs Zugucken. Schönen Abend.